Okay, läuft. Also, ich bin Lutz Mackenzie. Mein Name ist Irina von Bentheim. Also, ich bin Bodo Wolf. Hallo, ich bin Detlef Bierstedt, also den Munkus. Den spreche ich, ja. Aber jetzt nicht mehr lange, weil die Stimme weg ist. Nun? Munkus. Wo sind meine Maschinen? Habt ihr unser Herz? Natürlich. Das Herz für eine unserer Erfindungen. So lautet die Abmachung. Oh, ich hab Leila gesprochen. Ein Vieh. Ein süßes Vieh. Ein Vieh, in das man sich verlieben muss. Ja, immer Tag. Vermisse Lichter. Kugel kaputt. Tragen. Und dann spreche ich aber auch gerne mal so ganz penetrante Menschen, wie die Petra, die auch so leicht hysterisch und zickig sind. Ist das Ihr Abfall? Das ist mein Schiff. Ich bin hier abgestürzt. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass das hier ein von Petra bewachtes Naturschutzgebiet ist. Wir verdienen unser Geld mit Spenden und Merchandising. Jeder kann sich bei uns ein gutes Gewissen kaufen. Ein Metallzylinder. Vielleicht ein Griff? Ja. Da versucht er jetzt mit Anstrengung ranzukommen und schafft es nicht ganz. Noch ein Stück! Genau. Sasi, Sasi, du solltest dich halt nicht mit jemandem anlegen, der klüger ist als du. Nathaniel Bonnet! Ich wusste, dass ich dich finden würde! Na los, rein ins Boot! Stopp! Das haarige Ding könnt ihr haben! Der haarige Mensch kommt mit mir! Verschwinde, Ork! Er ist Gefangener des hochwohlgeborenen Munkus vom Schwarzen Turm! Er kommt mit mir und wird bezahlen! Da habe ich ein lebendes Gemälde sozusagen gesprochen, einen Erzmagier. Mordred Michael Mechthild Alastair. Und warum belästigst du mich damit? Ich bin ein Gemälde. Vom Erzmagier. Und das soll was bedeuten? Meinst du, wenn ich ein Gemälde von einem Wal wäre, könnte ich mit Fischen sprechen? Wale sind keine Fische. Ich stelle den Erzmagier nur dar. Ich bin so etwas wie ein Schauspieler aus Ölfarbe. Der Forscher? Und auch Yeti? Cornelius Montgomery Hepperblep, mein Name. Ich bin einer großen Sache auf der Spur. Einem Geheimnis, einer Sensation. Ich bin auf der Suche nach dem Yeti. Na also, war doch ganz einfach. Fantastisch!